Und Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind hier immer noch in... Wie heißt die Stadt? Wie heißt diese Stadt nochmal? Rosalie City. Und gehen jetzt in Route 30 auf und suchen Mr. Pokémon. Hab Spaß! Yay! Flug, Pflanze. Wir könnten damit eine Feuerattacke killen, aber wir haben noch keine drauf. Das heißt, wir müssen uns momentan noch mit Tackle vergnügen. Ah ja, Hopfrost kann mit diesem Level nur Klatsche und Routenschlag, glaube ich, noch. Erst mit Level 11 kann es, glaube ich, angreifen. Die Attacke weiß ich noch nicht. Ich schätze mal, das war Tackle, glaube ich. Ja, Tackle müsste es gewesen sein, mit dem es dann mit Level 11 angreifen kann. Also ein Kanonenfutter, kann man sagen. So, noch ein Schlag. Und tschüss. Und das müssen Level abgeben. Jawohl, Level 7. Ich glaube kaum, dass es eine neue Attacke gibt. Nee. Okay, weiter geht's. Lalalala. Es ist ein Obstbaum. Und eine Beere. Okay, was ist denn in diesem Haus drin? Du weißt, dass Pokémon Beeren fressen. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir. Okay, dankeschön. Suche in Bäumen nach Beeren. Sie fallen einfach herunter. Gut, schauen wir mal im Pokécom nach, wo wir sind gerade. Wir haben ja jetzt die Karte von dem Typen im letzten Part bekommen. So gestartet haben wir unser Abenteuer hier und jetzt sind wir hier. Geht er ganz schnell voran. Okay. Ja! Und was ist es? Ein Taubsi. Erste Generation. Okay, wieder ein bisschen Futter zum Fressen. Für Vollriegel gibt Erfahrungspunkte. Und anfangs sind Erfahrungspunkte natürlich immer wichtig. Auch sie benutzt Tackle. Und Tackle! Epischer Kampf. Er hat jetzt gedacht, Taubsi setzt auch Tackle ein. Normalerweise kann Taubsi gar keinen Tackle. Siehe die erste in der ersten Generation, da konnte es mit Level 2 nur Windstoß. Game Freak hat es dann so verändert, dass sie mit Level. Ja, dass sie in den ersten Leveln einen Tackle drauf haben. So, Gold findet Gegengift. Das werden wir später vielleicht brauchen, wenn wir gegen ein paar Gift-Pokémon antreten. Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Danke. Okay. Los, Ratzfratz! Tackle! Was? Das ist ein harter Kampf! Lass mich hier nur! Okay. Hier kommen wir momentan noch nicht vorbei. Was steht hier auf dem Schild? Das Haus von Mr. Pokémon? Immer geradeaus. Na gut. Lalalalalala. Habe ich schon erwähnt, dass der Soundtrack cool ist? Und schon wieder ein Taubsi. Naja, ziemlich einfallslose Pokémon hier am Anfang, aber anfangs ist halt nicht immer so eine reiche Auswahl an Pokémon. Das kann man nicht ändern. Oh Gott, unser Flemly sagen. Flemly war ja das im letzten Let's Play. Das, ja, die EV-Entwicklung zu Logok im Rubin-Let's Play. Und jetzt haben wir einen Vollriegel. Und tschüss. Okay. Und da sind wir auch schon. Das Haus von Mr. Pokémon. Und hier ist wieder ein Bärenstrauch. Eine Gegengiftbeere. Erfüllt denselben Zweck wie ein Gegengift. Das Haus von Mr. Pokémon. Und let's go in. Also, du musst Gold sein. Professor Lenz sagte, dass du vorbeikommen würdest. Professor Lind, soll das sie untersuchen?
Wald erhält Ritzei. Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart faszinierend, dass ich Professor Linz eine E-Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Aha, du bist also Gold. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund, Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltsames Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für die Forscher wie Professor Lind und mich sind Freunde. Er sind Pokémon unsere Freunde. Er kannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Oh, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Gold erhält Pokédex. Trifft man auf viele verschiedene Pokémon und wird... Oh Gott, meine Stimme. Und am vollständigen Pokédex. Ich bin schon so lange hier. Ich muss nach Dukatia City zu meiner Radioshow. Gott, ich zähle auf dich. Oh Gott. Die Professor Eichstimme konnte ich auch schon mal besser. Kehrst du zu Professor Lind zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Ich bin auf dich angewiesen. Okay, geben wir unserem Folge passt, wieder eine neue Beere. Und weiter geht's. Moment, können wir hier irgendwas machen? Ein ganzer Stapel seltsamer Münzen. Vielleicht sind sie aus einem anderen Land. Ja, aus Anal, ich meine einer. Okay, hier sind ein paar Kabel, Windows. Die alten Windows-PCs brauchen halt sehr viele Kabel, die haben noch sehr viele Peripherieanschlüsse. Okay. Oh, Professor Lind ruft an. Hallo, Gold, welches Unglück. Oh, es ist schrecklich. Was soll ich nur tun? Oh nein. Bitte komm schnell zurück. Okay, da ist irgendwas passiert. Gehen wir das auch immer auf den Grund. Lala, 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 lala. La la la. Ich habe mich gewarnt, ich singe sehr oft. So, okay, wir sind wieder in Rosalia City. Gehen wir gleich hier lang. Hier weiter. Was ist jetzt los? Du hast ein Pokémon aus dem Labor? Welch eine Verschwendung. Für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Die drei Fragezeichen möchten kämpfen. Okay. Und er hat Kanimani, ein Pokémon aus dem Labor. So, starte gegen starte, bis auf dass wir unser Starter ein bisschen trainiert haben. So, Tackle. Vielleicht soll ich zuerst ein bisschen Rauchwolke einsetzen. So, hier Rauchwolke, just for you. Ja, setz ruhig so viel Silberblick ein, wie du möchtest. Ich senke dabei deine Genauigkeit. Du kleiner Alligator oder whatever. So, hier nochmal. Nicht kratzen, das geht doch so nicht. So, hier nochmal. Danach setze ich Silberblick ein und greife ihn dann anschließend an. Wir haben ja unseren Folgetrick auch eine Beere, also falls
Hanuman uns irgendwie mit einer Attacke überraschen sollte, dann können wir das Ganze wieder mit der Beere ausgleichen. Okay, noch einmal und dann haben wir die Genauigkeit komplett gesunken. Naja, Kratzer, 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 jetzt senken wir mal deine Defense. Bäm, Silberblick. Und nochmal Silberblick, ich setze es jetzt mal dreimal ein und dann greife ich an. La la. Okay, ihr hört eine andere Musik, glaube ich, wenn ich sie verändere. La 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 la. Was soll die Scheiße? Was machst du denn jetzt? Kann niemand nie. Ich hasse dich. Ich gehe vor Regel jetzt einfach mal einen Trank. Und jetzt greife ich an. Und vernichte dieses Kanimani, was er geklaut hat. Und jetzt ist er abgeknackt worden. Passt nicht, okay. Ich glaube, die Musik kann ich jetzt gar nicht mehr verändern, weil ich so viel gesungen habe jetzt. Naja. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Ja, bin ich. Mein Name ist die drei Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Nicht so aggressiv, Mensch! Okay, heilen wir schon unsere Pokémon. Der Kerl, der hat uns jetzt sehr überrascht, oder mich zumindest. So, wir müssen unsere Pokémon schnell heilen, okay. Und geben ihm gleich wieder eine neue Beere. So, hier Beere geben, Feuge. Okay. Ich glaube beim nächsten Mal, wenn wir gegen ihn kämpfen, werde ich die Musik verändern. Lal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 
Kein anderer ist wie er, ist in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Gold, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Pokémon-Arena befindet sich in Viola City. Gold, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, sollst du mit deiner Mutter sprechen. Ja, nein. Gold, benutze dieses auf deiner Pokémon-Reise. Ein Pokéball, Geizkragen, warum nicht gleich 5? Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Gold steckt Pokéball in die Balltasche, ja. So, ich glaube, wir haben jetzt 5, glaube ich, bekommen. Kann es sein oder nur ein? Wenn nur ein, dann ist er ein Geizkragen. Okay, er ist kein Geizkragen. Okay, dann reden wir mal mit unserer Mutter. So, hier. Das ist ein niedliches Pokémon. Was ist das denn her? Du beginnst ein Abenteuer? Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Ja. Okay, ich verwalte deine Ersparnisse. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Kameraden. Ihr müsst als Team auftreten. Also, mach's gut. Ja, ciao. Und ab geht's. Jetzt kann unser Abenteuer endlich beginnen. Das war alles Tutorial, kann man sagen. Oh nein, der Tutorial Part 2. Scheiße. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Wie viele Pokémon hast du gefangen? Soll ich dir zeigen, wie man Pokémon fängt? Nein! Oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest. Was? Ah, okay, musst du weiter. Okay, das habe ich total falsch vorgelesen, aber egal. Okay, wir wissen, wie man Pokémon fängt. Falls nicht, dann, ja, dann werdet ihr es schon sehen. Lalalalalala, ich finde die Musik total aufmunternd. Da, 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 da. Und diese Musik ist grässlich im Vergleich zu dieser anderen Musik. Hopsprouts! Ich wusste gar nicht, dass es hier Hopsprouts auf dieser Route gibt. Wollen wir es fangen? Nee, komm. Ich kill's. Schaut mich so lächelnd an. Hör auf! Hör auf, so zu schauen! Was hat denn der für Augen? Total weiße Augen. Da waren die Macher wohl zu faul, ein paar Farben für die Augen noch einzusetzen. So, tschüss! Und Level 9 für Feuerl. Ich glaube, jetzt müsste es Glut lernen, oder? Hast kein Glut? Oh mein Gott. Dann lernst Glut mit Level 12. Okay. Die Musik ist, naja, ich finde die nicht so gut wie die andere Musik. Route 30. Und ein wildes Pokémon. Es ist ein... Raupi. Käferviech. Ja, anfangs ist es ganz gut. Also Smetbo meine ich. Aber nur anfangs. Später ist es total useless, muss ich sagen. So, ja, kann man anfangs jetzt sein Team tun, aber ich werde es nicht machen. Weil ich alle AP nur meinen Team-Pokémon geben möchte. Und nicht so Neben-Pokémon, die wir nach ein paar Parts wieder rausschmeißen aus unserem Team, wie unser Tauboga im Game-Let's Play. So, was kommt jetzt? Noch ein Taubsi? Das heißt hier noch eins. Das vorhin war ja kein Taubsi, das war ja ein Raupi. Naja, egal. Tackle. Und die Musik war gerade ein bisschen verbuggt. Egal. So, Tackle. Oh Gott, diese Kämpfe sind sowas von spannend. Das sind epische Kämpfe, Leute. Okay, nochmal Tackle. Und tschüss. Kein Level Up. Dauert noch ein bisschen. So, was hast du zu sagen? Jemanden macht das Kämpfen Spaß. Hast du jetzt aufgehört, um zu kämpfen? Ja. Ein Trainer. Ich habe verloren. Ich versuche, mehr Pokémon zu finden. Halt, du siehst schwach aus. Los, lass uns kämpfen. Schönen Dank auch. Okay, unser erster Trainerkampf, abgesehen von Silber.
Julien. Oh Gott, Julien's Block. Julien's Block setzt Ratzfratz ein. Okay, Tackle. Bam. Auslux. Ich schick dir Auslux in deine Bude. Julien's Block. Die machen dich alle fertig. Ich glaube, ich nenne meine Folge um in Aslak. Hör auf, Julien! Was soll die Scheiße? Na gut, ich dachte schon, das wäre was anderes. Okay, Tackle. Nein! Warum triffst du jetzt nicht? Komm, das ist der letzte Kill. Der letzte Schlag vom Kill, meine ich. Na los! Und Julien ist down. Gib mir dein Geld. Ich kaufe damit San Diego-Platten. Ah, wieder verloren, Mist. Benötige ich noch mehr Pokémon, um noch besser zu kämpfen? Nein, ich behalte dieses, egal was passiert. Gibst du mir auch deine Nummer? Du unbemittelter Kackhaufen? Ja, ich melde mich, wenn ich kämpfen möchte. Ich bin auch ein Anfänger, also wäre ich ein guter Motivator, was? Egal. Okay, Gold speichert Julians Nummer. Ich rufe dich an, wenn ich unbedingt kämpfen möchte. Yeah. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Warum muss ich kämpfen? Ich habe keine Verpflichtung dazu. Es steht in keinem Gesetzbuch drin. Oh Gott, der hat zwei Pokémon. Mist. Ein Taubsi. Und ich habe vergessen, meine vorgegebene Bälle zu geben. Egal, wir schaffen es auch ohne. So, Tackle. Wir brauchen auch bald ein neues Pokémon und das werden wir... ob wir es in diesem Part noch fangen werden, ist schwer zu sagen. Wenn wir schnell sind, fangen wir es vielleicht noch. Aber 8 Minuten, naja, es kann knapp werden. So, Ratfratz, wie Julien vorhin. Bloß schwächer ist es von Julien. Von Julien's Block, meine ich. Okay, Tackle, bam! Tschüss, Ratfratz. Okay. Das ist seltsam. Davor habe ich gewonnen. Ja, gegen Julien zu gewinnen ist ja auch nicht schwer, der spielt ja kein Pokémon. In Wild, meine ich. Ich bin kein Trainer. Wenn du einen in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Weiter. Ah, da ist ein Trainer. Anstatt eines Käfer-Pokémons fand ich einen Trainer. Ein Käferfänger. Was ist denn das für ein Ding, dass er da... Hä? Das ist doch kein Käfer. Das sieht aus wie... Soll das ein Käfer sein? Hä? What the fuck? Das ist doch kein Käfer. Das ist ein fucking Roboter. Egal. Okay. Angriff auf Raupi. Okay, es ist ein Roboterfänger, kein Käfersammler. Was? Das war ein Voll... Hä? Das hat doch gar nichts abgezogen. Obwohl es ein Volltreffer war. What the hell? So schwach. Egal, noch eins. Hast du auch was anderes als Raupis? Hornjuwel zum Beispiel ganz gut. Wobei, Giftstachel, naja. Aber hätte man schon reinbringen können, so ein Hornjuwel. Wow, Fadenschuss. So, tschüss, Raupi. Selbst wie... Ja, ich wollte schon sagen, gibt wenig Erfahrungspunkte, aber naja, für unser Niveau ist es schon sehr viel. Ah, oh, du bist... Na egal, ich konnte nicht so schnell lesen. Ich sollte mich mehr aufs Lesen konzentrieren, nicht immer so durchtippen. So, ich muss euch jetzt was sagen. Und zwar habe ich auf dieser Route das allererste Mal bin ich Entei begegnet. Ein legendäres Raubkatzen-Pokémon, das immer herumwandert. Vielleicht treffen wir es dieses Mal. Mal gucken. Na, leider nicht. Aber vielleicht werden wir es bald treffen. Knuffenser! Okay, Knuffenser, ich greif dich an. Bam! Au, Rankenhieb, zieht mir ein KP ab. Voll heftig. So. Ich glaube, wir haben doch noch Zeit, unser nächstes Team-Pokémon zu fangen. Okay.
Okay, und zwar befindet sich unser nächstes Pokémon in dieser Höhle. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Holen wir uns erstmal das Item hier. Ein Trank. Okay, und jetzt holen wir uns dann ein neues Team-Pokémon. Ihr habt wahrscheinlich schon eine Ahnung, welches es sein wird. Nein, es ist kein Kleinstein. Level 2, also ich werde jetzt nicht gegen Kleinstein kämpfen. Auch wenn wir dann ein neues Level hätten, aber das ist mir einfach zu langweilig, dann gegen Gesteins-Pokémon damit Tackle anzugreifen. Das dauert Jahre. Ich sagte, ich will dich nicht ins Team haben. Was ist daran so schwer zu verstehen, Kleinstein? Willst du unbedingt sterben? So. Ich sagte nein, Kleinstein. Ich sagte nein, Kleinstein. Lass mich in Ruhe, du blödes Schwein. So, ist es jetzt das Pokémon, was ich suche? Ja, da ist es. Okay, Zubat wird ins Team kommen. Jetzt hoffe ich nur, dass wir es nicht killen mit einem Volltreffer oder sowas. Okay, soll ich noch einmal... Nee, ich glaube, noch einmal würde das Zubat killen. Was? Wenn ich noch einmal das angreife, wird es sterben, glaube ich. Aber jetzt hat es KP regeneriert. Ich glaube, jetzt müsste es gehen. Oh, ein KP wahrscheinlich nur noch. Perfekte Schwächt. Okay, und jetzt, Pokéball. Ich sage zu 90%, dass es drinnen bleiben wird. So, drück die Daumen, wir fangen unser erstes Pokémon. 1, 2, 3 und drin. Okay, Zubat wurde den Eintrag im Pokédex angelegt. Zubat Fledermaus Größe 80 cm, Gewicht 7,5 kg. Am Tag versammelt es sich mit einesgleichen und hängt sich an was an Decken von Häusern oder Höhlen. Das ist der Pokédex-Eintrag. So. Nein, kein Spitznamen. Und ich würde sagen, wir setzen Zubat an erste Stelle. Ja. So. Jetzt geben wir mal unseren Pokémon eine Beere zum Tragen. So, wir sind bald in Viola City angelangt. Was hast du zu sagen? Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon. So viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Okay, hier ist eine Bitterbeere, halt, glaube ich, Paralyse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also ich habe Kristall-Edition lang nicht mehr gespielt. Ich habe höchstens mal Soul-Silver zwischendurch gespielt, aber Kristall habe ich schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ungefähr 5 Jahre, glaube ich, habe ich es letztens gespielt. Da habe ich sogar noch den Save auf meinem Kristallspiel. Und der ist mehr als verbuggt, der stürzt es ständig ab. Naja. Okay, super, testen wir dich mal. Aber zuerst einen Trank. Hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen, aber naja. Fadenschutz, was? Tja. Na, Zubat spielt auf Initiative, naja. Und Blutsauger, saugen wir mal dir dein Blut aus. Bam. Ja, Käfer gegen Käfer ist normal stark. Ich glaube, es kann lange dauern, habe ich so ein Gefühl. Aber wir müssen in einer Minute, glaube ich, Schluss machen. Soll ich speeden? Ich speede. Okay. Ah, nein, der hat noch weitere, okay. Lal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 
Was ist Verzweifel eigentlich für ein... ist es eigentlich physisch oder spezial? Ich glaube, das ist physisch, oder? Okay, musst du kurz Pause machen. Okay, weiter geht's. Verzweifler, wir sind zwar schon über 30 Minuten, aber egal. Na komm, Zubat, du schaffst es. Und Verzweifler, bam. Zubat hat damit nur noch 7 KP. Und sein letztes Raupi. Ich glaube, jetzt setze ich noch einen Trank ein. Falls wir noch einen haben, ich muss schauen, haben wir noch einen? Jawohl. Den letzten Trank. Perfekt. Okay. Jetzt hat unser Zubat wieder Energy für weitere Verzweifler. Verzweifler. Danke. Oh, zieh gleich die Hälfte ab. Sehr schön, Zubat. Na gut, das Raupi hat ja auch nur Level 2. Level 1 gibt's hier in dieser Edition nicht. Die gibt es erst ab der Pearl-Edition, wenn man Eier ausschlüpfen lässt, dann haben sie Level 1. Okay, so holen wir uns schnell das Item. Ein Pokéball. Gut, was willst du? Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir trägst. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Hey, du bist gut, das mag ich. Ich suche hier täglich nach Pokémon. Im Gras, im Gras finde ich alle Arten von Bären. Wenn du möchtest, teile ich mit dir. Gibst du mir deine Nummer? Ja. Ich habe zwar in Real kein Handy, aber ich gebe dir trotzdem mal meine Nummer. Okay. Wir sind gleich in Tick City. Ah! Du wildes kleines Pokémon. Ich will nach Tick City und du hältst mich auf. Schönen Dank auch. Okay, Flucht. So, im nächsten Part werden wir unser drittes Team-Pokémon fangen. Ja, es geht ganz schön schnell voran mit dem Team-Fangen. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß, um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Okay, ich würde sagen, hier mache ich mal Schluss. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Dieses Mal werden wir in der Nacht starten. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.